Phoenix Tagesgespräch heute mit Wolfgang Ischinger, Präsident Stiftungsrat Münchner Sicherheitskonferenz. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Herr Ischinger, die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg, der gescheiterte Aufstand am Wochenende, wie bewerten Sie das? Also zunächst einmal muss man warnen vor der Vermutung, dass diese Unruhen, dass diese Vorgänge in Moskau Vorteile für den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs bringen. Das kann so sein, das muss aber überhaupt nicht so sein. Im Gegenteil, ich würde eher befürchten, dass man im Kreml das Bedürfnis empfindet, die Repression im Innern des Landes eher noch zu verstärken, um das Land im Griff zu haben, nach diesen Bildern, die Sie ja gerade auch noch einmal gezeigt haben, und dass man sich genötigt sieht, in der Ukraine vielleicht noch etwas brutaler zuzuschlagen als bisher. Wir haben ja schon wieder völlig unnütze, militärisch völlig sinnlose Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Osten der Ukraine erlebt. Also ich warne vor der Vorstellung, dass das jetzt sozusagen der Anfang vom Ende Russlands, der russischen Regierung oder Putin sein kann. Ich glaube, davon sind wir noch relativ weit entfernt. Wenn ich Ihre Worte höre und die Schlussfolgerung für den Westen ziehe, heißt das, die Militärausgaben müssen steigen. Wir haben den Verteidigungsminister gerade eben im Morgenmagazin gehört. Wir wollen uns gleich mal zwei Statements aus diesem Gespräch einspielen und Ihre Reaktion darauf interessiert mich. Zunächst das erste Statement von Boris Pistorius. Da geht es um die 2%-Ausgaben. Da sagt man ja, die NATO-Mitglieder sollen 2% ihrer Ausgaben für den Verteidigungshaushalt bereithalten. Deutschland ist noch da weit von entfernt. Hören wir zuerst Boris Pistorius, anschließend reden wir über dieses Statement. Zum einen würde ich, wenn das auch nur ein schwacher Trost ist, darauf verweisen, dass die Mehrzahl der NATO-Staaten dieses Ziel noch nicht erreicht hat und teilweise noch hinter dem liegt, was wir machen. Aber das kann uns selber nicht zufriedenstellen. Deswegen haben wir uns klar bekannt, sowohl der Bundeskanzler in seiner Zeitenwende-Rede im vergangenen Februar als auch jetzt ganz aktuell verschriftlich in der nationalen Sicherheitsstrategie und auch noch mal abgebildet in allen anderen Dokumenten, zum Beispiel im Errichtungsgesetz für das Sondervermögen. Wir bekennen uns klar zum 2%-Ziel und werden es erreichen. Glauben Sie es, dass wir es erreichen werden? Naja, also wenn man den Haushaltsentwurf für das Verteidigungsministerium betrachtet, dann würde man das Ziel so nicht erreichen. Wenn man Teile des sogenannten Sondervermögens hineinrechnen kann, und das scheint ja der Plan zu sein, dann kann man das Ziel erreichen. Nur, das ist natürlich ein vorübergehendes Trostpflaster, denn das Sondervermögen ist dann nach wenigen Jahren zu Ende. Und dann stellt sich die Frage, was denn dann? Also wie sieht die kontinuierliche, die ja versprochene, kontinuierliche Fortsetzung mindestens von 2% aus? Die Frage ist noch offen. 4.000 Soldaten will Boris Pistorius in Litauen auch dauerhaft stationieren jetzt. Ist das ein Tropfen auf den heißen Stein oder ist das wirklich eine Art Vorzeichenwechsel, was die Haltung der Bundeswehr in der NATO einbringt? Also ich kann das nur begrüßen. Die Litauer waren unglücklich darüber, dass die ja schon vor vielen Monaten angekündigte Verabredung zunächst aus deutscher Sicht nur sozusagen einen Vorposten in Litauen stationieren wollte. Ich denke, die Stationierung einer kompletten Brigade, die wird natürlich Zeit dauern. Das wird nicht in Tagen und Wochen und Monaten der Fall sein. Das wird sich hinziehen. Die brauchen Kasernen, Unterbringung und so weiter und vieles andere mehr. Aber es gibt einen strategischen Punkt. Wenn eine Krise entstehen sollte im Baltikum, die eine verstärkte Truppenpräsenz des Westens erfordert, dann ist natürlich eine Verlegungsaktion von größeren Truppenteilen aus Deutschland in die baltische Region ein öffentliches, auch für Russland erkennbares Eskalationszeichen. Wenn die Truppen aber schon da sind, dann sind sie da. Und dann können sie ihre Abschreckungswirkung entfalten, ohne eine solche Eskalationswirkung zu erzeugen. Also militärstrategisch, politischstrategisch ist es zu begrüßen, dass Boris Pistorius sich mit Unterstützung des Bundeskanzlers zu diesem Schritt durchgerungen hat. Es wird schwer sein, das umzusetzen, aber hoffentlich gelingt es.
Eine weitere fragile Sache, die man früher eigentlich immer als Gesetz setzte, waren die transatlantischen Beziehungen. Seit US-Präsident Trump wissen wir, wie die sich teilweise auch richtig im Vorzeichen ändern können. Wir haben Boris Pistorius gefragt, wie er das sieht, die transatlantischen Beziehungen. Er reist ja heute in die USA. Was wäre, wenn nach Joe Biden ein anderer Präsident, Präsident der USA, im nächsten Jahr sind, glaube ich, Wahlen werden würde, vielleicht wieder Donald Trump oder ein ähnlicher Kandidat? Wir warten ab, wie die Wahlen ausgehen. Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass die Amerikaner sich aus der NATO, aus Europa zurückziehen, auch wenn es eine andere Einstellung zur NATO geben mag. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland die USA stets als unseren wichtigsten Verbündeten betrachtet und erlebt. Und ich habe keinen Grund anzunehmen, dass sich das grundlegend verändert. Aber ja, wenn sich etwas verändert in der Gewichtsverlagerung in den Indopazifik oder sonst wohin, dann werden die europäischen Mitglieder der NATO mehr in die Verantwortung gehen müssen, als das heute der Fall ist. Aber ich glaube, das ist auch allen bewusst. Das ist natürlich die pragmatische Antwort eines amtierenden Verteidigungsministers. So muss er reden, er muss auf das Nächste schauen. Wie sehen Sie das aber als Beobachter? Also ich möchte Folgendes hinzufügen. Ich widerspreche dem Verteidigungsminister gar nicht, aber ich will Folgendes hinzufügen. In Amerika ist es so, dass auf der rechten Seite des politischen Spektrums, also nicht nur im Lager Trumps, weithin der Eindruck sich festgesetzt hat, nicht erst in diesem Jahr, schon seit längeren Jahren, dass wir Europäer und insbesondere auch wir Deutschen eigentlich relativ billige Trittbrettfahrer sind, sicherheitspolitische Trittbrettfahrer, die auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers, so wird dort gerne argumentiert, sich ihre Sicherheit von USA finanzieren lassen. Das ist natürlich Gift für einen Wahlkampfverlauf, in dem wir hoffen, dass Atlantiker wie Joe Biden oder Tony Blinken hoffentlich genügend Stimmen bekommen, um wiedergewählt zu werden, um zu verhindern, dass Isolationisten wie Donald Trump gewählt werden. Insoweit ist es sehr wichtig, dass wir nach Washington das Signal setzen, wir tun, was wir können. Wir erfüllen in der Tat nicht nur auf Papier, sondern tatsächlich das 2%-Ziel. Wir dislozieren jetzt diese künftigen 4.000 Soldaten nach Litauen. Das sind Schritte in die richtige Richtung. Die sind strategisch enorm wichtig. Wir brauchen die USA. Wir können nicht ein zweites Regime, eine zweite Amtszeit Donald Trump brauchen. Das wäre in der gegenwärtigen Lage mit diesem feindseligen, aggressiven Russland verhängnisvoll für die Sicherheit Europas. Eine abschließende Frage habe ich noch, wie früher bei Detektiv Colombo, wenn er rausging aus dem Zimmer. Eine Frage habe ich noch. Das sind die Rollen nach außen, zur NATO, ins internationale Geflecht, zu den USA. Was würden Sie den Deutschen sagen? Wie sollen sie ihre Haltung auch verändern? Wir haben ja alle auch die Möglichkeit, Gott sei Dank, zu wählen. Parteien, was sollten wir verteidigungspolitisch uns vor Augen führen? Wie sollten wir vielleicht unsere Haltung gegenüber dem Militär ändern? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass unsere Wähler, Wählerinnen und Wähler verstehen, dass diese Lage, die durch den russischen Angriffskrieg seit nunmehr fast anderthalb Jahren eingetreten ist, nicht ein 100-Meter-Sprint ist, sondern ein Marathonlauf. Ein Marathonlauf, der nicht nur viele Monate, ja, der Jahre dauern kann. Und dass es notwendig sein wird, relativ umfängliche Ressourcen dem Thema zu widmen, wie sichere ich unsere eigene deutsche Sicherheit und die der Partner, für deren Sicherheit wir qua NATO-Vertrag und qua EU-Vertrag mitverantwortlich sind. Also auf Englisch würde man sagen the long haul, also die Langstrecke. Wir brauchen eine Langstreckenstrategie. Wir dürfen nicht ermüden. Es wird dieser Konflikt nicht in einem halben Jahr oder im Dreivierteljahr vorbei sein. Das wäre meine Sorge und das muss die Bevölkerung, das müssen die Wählerinnen und Wähler verstehen und mittragen, dass das eine große, für uns alle, für alle Europäer, umfängliche und langfristige Anstrengung sein wird, die enorm viel Mittel und Kraft und Präsenz von Soldaten erfordern wird. Das ist das notwendige Umdenken. Ein Langfristdenken. Wolfgang Ischinger, Präsident Stiftungsrat Münchner Sicherheitskonferenz, war das hier im Phoenix-Tagesgespräch. Ich danke, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank.